und das sechste Türchen des Adventskalenders. Und damit erst einmal einen schönen Nikolaustag. Heute gibt es den Adventskalender im Adventskalender. Ja, denn ich habe mir hier so einen ganz normalen, typischen Schokoladen-Adventskalender geholt. Die gibt es auch in Japan. Allerdings nur in so Importgeschäften und hier in der Nähe ist eins, das heißt Kalli. Und da bekommt man ein paar Adventskalender, sowohl diese normalen Schokoladenteile, als auch einen von Lind und noch so ein paar andere, ja, mit irgendwelchen besonderen Sachen drin. Aber mir hat hier der ganz normale Schokoladen-Adventskalender gereicht. Und hier suchen wir jetzt als erstes das Türchen Nummer 6. Wo ist das denn? Da ist es. Aber erstmal zeige ich ihn euch nochmal. Vielleicht seht ihr es ja auch schon. So sieht das Ganze aber aus. Und hier ist Tür Nummer 6. Ja, zum Adventskalender an sich ist es ein deutscher Adventskalender. Deshalb auch aus einem Importladen. Und zwar von Müller und Müller GmbH. Ja, ich denke mal, mich würde es nicht wundern, wenn es den auch gerade bei uns zu kaufen gibt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr den ja auch, falls ihr einen Adventskalender habt. Ihr könnt allgemein in die Kommentare schreiben, ob ihr Adventskalender habt oder nicht. Einige haben ja, andere machen sich überhaupt nichts draus. Und nun probieren wir den einfach mal. So, kriege ich ihn auf. Und was ist heute drin? Ach, passend zum Nikolaus, ein Stiefel ist drin. Ja, sieht doch ganz nett aus. Ja, wir haben hier nicht nur den Adventskalender im Adventskalender, wir haben hier auch noch eine Food Review zum Adventskalender. Ist in Ordnung. Ist leider nicht mehr diese gute Adventskalender-Schokolade, die ich noch kenne, als ich klein war. Da hatte die Schokolade aus dem Adventskalender aber so einen ganz besonderen Geschmack. Aber das ist schon Jahre nicht mehr so. Sehr, sehr schade. Aber wenn man halt gerne Adventskalender haben möchte, bekommt man in Japan auf jeden Fall einen. Und die Qualität der Schokolade ist, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, genau diesen kleinen Adventskalender wird es auch bei uns geben. Mit der deutschen Firma, hier hinten noch auf verschiedenen anderen Sprachen. Mit der Mal in den ganzen anderen Ländern wird man den auch bekommen. Also kann man auf jeden Fall holen. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, dass man hier, wenn ihr noch einen Adventskalender bekommt, habe ich anfangs nicht mit gerechnet und dann fiel mir, ja stimmt, hier ist in dieser Importladen, weil in Supermärkten und anderen Geschäften werdet ihr keinen Adventskalender bekommen. Will ich nur in Importgeschäften, die Importware haben. Aber da bekommt ihr einen und preislich war das auch völlig okay. Preislich lag der jetzt so bei 1,50 Euro. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Dafür, dass ein Adventskalender hier an sich ja absolut unbekannt ist. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder.